den Schweinehund nun raus und pack mich selbst beim Schopf. Dreh den Spieß ganz einfach um, behalte klaren Kopf. Nur wer wagt, gewinnt das Spiel, das ist nun heut mal so. Ich steig ganz einfach in mein Car und fahr nach nirgendwo. Hinterm Horizont, nach nirgendwo, ganz einfach geradeaus. Den Ärger und den ganzen Stress lass ich zurück zu Haus. Weit, weit hinterm Horizont, im fernen Niemandsland, such ich nach dem großen Glück, das ich bisher nicht fand. Vom Geld allein hängt vieles ab, doch nicht die Seligkeit. Und bis ich mal Rente hab, vergeht noch so viel Zeit. Nicht wie im Computerspiel fängt man noch einmal an. Ich lebe jetzt und jeden Tag, so gut ich's eben kann. Hinterm Horizont, nach nirgendwo, ganz einfach geradeaus. Den Ärger und den ganzen Stress lass ich zurück zu Haus. Weit, weit hinterm Horizont, im fernen Niemandsland, such ich nach dem großen Glück, das ich bisher nicht fand. Hinterm Horizont, nach nirgendwo, ganz einfach geradeaus. Den Ärger und den ganzen Stress lass ich zurück zu Haus. Weit, weit hinterm Horizont, im fernen Niemandsland, such ich nach dem großen Glück, das ich bisher nicht fand. Hinterm Horizont, nach nirgendwo, ganz einfach geradeaus. Ganzen Stress lass ich zurück zu Haus. Weit, weit hinterm Horizont, im fernen Niemandsland, such ich nach dem großen Glück, das ich bisher nicht fand. Das ich bisher nicht fand. Ja, das ist so ein Faible. Hobby. Zum Beispiel, wenn man viel mit Autos zu tun hat, wie ich hatte eine Kfz-Werkstatt. Und da ist man mit Autos quasi groß geworden. Von den Eltern her, vom Vater her.
und das bleibt irgendwie hängen in Kleidung. Ist das alles? Ja. Sonne. Haben Sie schon mal was von der Bodenseeklasse gehört? Können Sie sich irgendwas darunter vorstellen? Ja, wie die anderen bereits gesagt haben, Festival. An Sie mal die Frage, und zwar, warum entscheidet man sich gerade in Zeiten, wo es doch so moderne Autos gibt, für Oldtimer? Ich glaube, das ist ja eine Leidenschaft an der Maschine im engeren Sinne. Ja, nicht so viel Elektronik, alles ein bisschen direkter, lauter. Was empfinden Sie gerade in einer Zeit, in der jedes Auto aussieht wie das andere, wenn hier so viele Oldtimer in die Stadt einfahren? Ja, ich finde das faszinierend. Also tolles Bild, ne? Diese alten Autos, die hatten ja irgendwas, ne? Also sehr interessant für mich. Fahrt und da entwickelt man halt einen anderen Ehrgeiz, und zwar muss man da wirklich auf die Hundertstel fahren. Das ist gar nicht so einfach, das Auto einzuschätzen, welche Geschwindigkeit, aber wo kommt das Ziel. Also das ist ganz schwierig eigentlich. Ja. Aber der Ehrgeiz ist da, Sie wollen gewinnen, oder? Das ist immer so. Wenn ich irgendwas Sportliches oder einen Wettbewerb mache, dann möchte man natürlich immer vorne mit dabei sein. Und mit welcher Strategie? 3 Tage dauert die Veranstaltung, sehr, sehr lange, und in 3 Tagen passiert sehr viel, und wenn man 3 Tage konstant gut ist, dann kann man ganz weit vorne landen. Den Ärger und den ganzen Stress lass ich zurück zu Haus. Weit, weit hinterm Horizont, im fernen Niemandsland. Nach dem großen Glück, das ich bisher nicht fand, das ich bisher nicht fand.